Jo, jo, Leute, was geht ab? Euer Hans war wieder am Start hier. Heute geht's weiter mit dem Bus, also der zweite Teil. Der Stand von gestern: Wir haben die Bodenplatte gemacht, alles zurechtgeschnitten. Den Innenraum haben wir komplett ausgeschliffen und schon angefangen zu lackieren. Leider ist uns die Farbe ausgegangen. Ich habe gedacht, zwei Dosen reichen vollkommen aus, aber leider hat das von vorn bis hinten nicht gereicht. Jetzt habe ich nochmal drei Dosen geholt und ja, ich würde gleich erstmal weiter lackieren. Hier sieht man mal ganz gut das Ergebnis von Lenny. Hat dir Pfusch des Todes gemacht. Überall Nasen drin. Im Gegensatz zu meiner Seite. Die ist super geworden, ne? Aber die Farbe deckt halt noch nicht richtig, ne? Da müssen noch ein paar Schichten rüber. Aber es ist trotzdem schon heftig. Hier sieht man, wie es vorher aussah und wie es jetzt aussieht. Also es ist schon ein heftiger Unterschied. Also es ist schön hell. Das ist ganz wichtig, dass wir keine dunklen Farben nehmen, damit der Raum schön groß wirkt und nicht zu klein. Ja, würde ich mal sagen, mache ich weiter, ne? Eine gute Stunde später und ja, gefühlt 5 Spraydosen, die ich jetzt verbraucht habe. Es ist schon deutlich heller geworden hier drin. Aber ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Also zwei Dosen habe ich noch, die knalle ich noch drauf. Und am Ende kommt nochmal Klarlack drauf. Aber es ist schon ein krasser Farbunterschied. Das muss man einfach mal sagen. Das wird schön hell da drin. Aber ja, Eike ist gerade gekommen. Die hat auch jede Menge Pakete mitgebracht. Jede Menge Achtung. So, das ist alles nur Pakete für den Bus. Eike, was machst du denn da? Pakete auspacken. Hier drin haben wir Amaflex. 13 Quadratmeter brauchen wir ungefähr für den T5-Bus. Das ist Dämmung. Die schneidet Eike jetzt zurecht und klebt die schon mal rein, während ich noch weiter lackiere. Dass wir das schon mal erledigt haben. Hast du Lust zu, Eike? Ich meinst, das kriegst du hin. Klar. Da brauchst du auch nicht genau schneiden, das sieht man Logger. am Ende nicht. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt am Ende, ob es denn im Bus auch ruhiger wird. Ne? Also ob das Laufverhalten, zum Beispiel das Laufgeräusch von den Reifen ruhiger wird allgemein. Weil es dämmt ja richtig schön. Also ich denke mal, danach wird sie richtig schön leise drin sein im Bus. Ich bin mal gespannt. Und Eike, wie geht's? Naja. Man sieht, dass du Ja, aber besser geht's sehr gut nicht. geschnitten hast. Ja, besser geht's nicht. Besser geht immer. Aber es reicht vollkommen aus, dass wir das so zuschneiden, denn am Ende sieht man es sowieso nicht, von daher ist es egal. Davon brauchen wir jetzt erstmal 8 Stück. Immer eins. Kontrollieren mal, was Ike hier gemacht hat. Oh, das sieht ganz gut aus. Nice. So, wir fangen jetzt an, das Armaflex reinzukleben. Ike hat alles zugeschnitten. Ich hoffe, das passt. Ich auch. Ich hoffe, ich auch, dass es passt. Junge, Auge! Sehr nice, diese. Ja, wichtig ist, das vernünftig zurechtzuschneiden und dann schön anzupacken. Aber es sieht gut aus. Ja, ich helfe jetzt mit. Mache jetzt hier auch die eine Seite über. Also, guckt euch an, wie super ich lackiert habe. Nicht eine Nase drin. Das ist einfach perfekt geworden. So, wir sind hier ordentlich am Verkleben. So sieht das aktuell jetzt aus hier. Ja, nicht wundern, Ike hat geschnitten. Ja, aber ich denke, im Endeffekt sieht man es ja sowieso nicht und von daher sollte es passen. Ich habe den Beruf verfehlt. Ich sehe das schon. Hier auch nochmal Ikes Schnittkunst. Donner, Junge! Moin, moin, Leute, hier ist wieder euer Harzrider. Genau, komm klar, Junge. So, wir hatten die Bodenplatte wieder rausgenommen und haben jetzt einmal Flex hier auf dem Boden noch gemacht und hier links den Radkasten haben wir auch noch voll gemacht. Weil ich baue ein festes Bett rein und zwar aus dem Grund schon, viele haben mir geschrieben, warum baust du kein Klappbett rein? Und zwar baue ich keins rein, weil die ganze Elektronik ja sowieso irgendwo hin muss und was bringt mir dann ein Klappbett? Weil den Platz links kriege ich so oder so nicht mehr zurück, weil das ganze Elektronikkram da dort installiert wird und ich brauche ein bisschen Platz für Werkzeug und so.
Aber ich werde wahrscheinlich noch eine Anhängerkupplung dran bauen und dann kann ich halt mal mehrere Mopeds mitnehmen. Ja, sieht schon mal ganz nice aus. So, hier haben wir gerade die Solarplatte stehen, die kann ich euch mal zeigen. Riesengroß das Teil, also ihr könnt es ja sehen, so groß ist die Solarplatte. Und hier ist im Vergleich der Bus. Das ist schon echt ein mega fetziges Teil. 320 Watt Leistung und die neueste Solartechnik, die es auf dem Markt gibt. Hier wird jede Zelle einzeln angesteuert. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wie der spezielle Begriff dafür ist. Habe ich einfach mega günstig auch bekommen. Liegt aber auch daran, dass ein Kumpel von mir eine Solarfirma hat. Und dadurch habe ich die so gesehen zum EK-Preis bekommen. Aber trotzdem macht er verdammt gute Preise. Und deswegen werde ich seinen Shop einfach mal, der hat auch einen Online-Shop, den werde ich unten einfach mal verlinken. Wenn ihr da irgendwas braucht für Solartechnik, könnt ihr da mal vorbeischauen. Auch wenn ihr zu Hause auf dem Dach oder so Solar habt, könnt ihr da auch vorbeischauen. Weil da macht er in den Marktbereich macht er mega viel. Also eigentlich alles, was mit Solar zu tun hat oder Wechselrichter und den ganzen Mist. Wie gesagt, ich verlinke den unten mal. Schaut mal vorbei. So, Eike, wo wollen wir hin? Zu Obi, mal wieder. Ja, das fragt euch bestimmt, warum wir zu Obi andauernd fahren. Die Sache ist einfach, der nächste Baumarkt ist ewig weit weg von uns. Ja. Und klar wissen wir, Obi ist die Apotheke unter den Baumärkten, aber naja. Ja, aber sonst hätten wir Spritkosten. Genau. Zeit. Zeit, das ist der größte Mangel aktuell, weil wir ja immer noch nach Italien wollen. Und der aktuelle Zustand, ihr wisst ja selber, sieht so aus. Aber ich bin jetzt mal gespannt. Wir fahren jetzt eine Runde. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt schon leise hier drin ist. So, fahren wir los. So Leute, ich bin wieder zurück. Jetzt geht's weiter. Jetzt bauen wir das Bettgestell hier. Aber das wird erst im nächsten Video kommen. Ich habe hier ein bisschen Holz geholt für die Unterkonstruktion. 5,5er Balken. Hier habe ich noch Kleber geholt, Winkel, Schrauben, noch mehr Winkel. Und hier habe ich noch zwei Zierleisten geholt, aus Plaster. Denn wir haben ja hier diese hässliche Kante. Und da kommen die Zierleisten hier so schön vor. Die eine passt schon mal perfekt. Und die andere muss ich dann einfach nochmal zuschneiden, das Stück hier hinten. Aber dann sieht das auch alles ein bisschen ordentlicher aus. Aber jetzt fällt mir gerade ein, obwohl ich habe mir gerade gedacht, hier hinten auch noch eine Zierleiste dran zu machen. Aber hier haben wir das Problem, dass wir eine leichte Rundung haben. Mal gucken, was ich da mache. Vielleicht lasse ich das auch so. Ja, ansonsten sieht das Ergebnis so aktuell aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ne? Lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Achso, checkt den Merch auf jeden Fall mal ab. Merch-Shop ist unten verlinkt. Und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao und tschüss.